Liebe Gemeinde, liebe Crew, willkommen zurück an Bord der Fortsetzung südlich von Snake Island. Wir haben Seefahrten zu erledigen. Mhm. Und du, Luf, hast die Seefahrt für die Wilds auf Tasche, nicht wahr? Denke schon. Gut. Schwarzpulver-Schmuggelfahrt von The Wilds. Ja. Oh! Alles klar. Oh Gott, Old Faithful Isle ist dabei. Bay und Emma. Das wird lustig. Gut, zuerst nach Kraken's Fall, würde ich sagen. Also einfach schön Richtung Osten. Was? Aktuelles Gebiet sind übrigens Egel. Ja, das ist schön. Was habe ich gesagt? Shipwreck Bay haben wir noch und... Kraken's Fall und Old Faithful. Die Motherfucking Insel. Die Motherfucking Insel. Da grabe ich nichts aus. Ja, Nordosten ist es eine. Okay. Oh, alle Schlange, die da brät. Das lässt sich ja wunderbar machen. Vielleicht finden wir unterwegs noch ein paar Schiffswracks, die man ausnehmen kann. Was das hier sagt, Egel, ne? Egel. Egelkind, Egelkind. Ihr Wichser! Mir wird vom Angeln schlecht, wenn es aufs Meer gucke, während wir fahren. Ja, ah, da hinten haben wir, glaub, einen Kasten oder so zurückgelassen, eine Reliquie. Ja. Wir haben die Insel natürlich nicht durchsucht, wir haben nur Piggy abgeholt, dem 21. Natürlich. Den Elendigen, der immer noch nicht gestorben ist, obwohl er es eigentlich schon längst verdient hätte. Er hat am Boden dieser Grube nur einen kurzen Urlaub gemacht. Ihr wollt mich töten? Hahaha, niemals. Der hat rumgeholt, aber ich sag, er ist gestorben. Das ist einfach so passiert. Der Piggy der 21. ist irgendwie so lästig, wie Piggy der 18. unsterblich war. Ja. Sobald wir gesagt haben, dass er unsterblich war, dann ist er gestorben. Ich weiß. Das macht mich immer noch traurig. Dass wir dieser übliche Fluch, der zugeschlagen hat. Zum Glück ist Piggy der 18. ein ultimativer Juggernaut, der alles aushält. Und der ist tot. Das war wieder ein Fall von keine 4 Sekunden. Du dreckiger Fisch, beweg deinen Arsch jetzt hier hoch. Nein, komm her! Komm hier hin. Oh, nice nachgeschrieben. Hat er? Ja, ob alles gut bei mir ist. Sehr freut, dass du besorgt hast. Das sieht man auch voll in der Aufnahme. Ach ja, Bildschirmaufnahme. Naja, wie mein... Ich hab da gerade eine Statue gehört. Egal. Das ist der Statue hier im Lauf. Dieses eine Mal können wir sie ihm verzeihen. Aber die hat auch gar keine Beine. Aber Flossen, Luft. Aber Flossen. Dann lassen wir der Statue einfach an ihren Schwimmen. Okay, ganz hart Nordosten jetzt. Ich meine, wenn ihr mir diese Gelegenheiten gebt. Wir geben sie ihr nicht, du nimmst sie dir einfach. Madame Banonen. Aber ihr habt gesehen, da seid ihr reingelaufen. Könnt ihr, ihr habt ja Beine. Wer ist wo reingelaufen? In die schlechten Witze. Tut mir leid, ich finde eure Reaktion einfach amüsant. Was, das Grillenzoppen? Ja. Aber man hört von euch das Grillenzoppen. Ein ich großer Witterfels. Irgendwann mache ich so einen schlechten Witz, dass ihr mich sofort einsperrt. Das ist dein Ziel, nicht wahr? Dein Lebensziel. Höchstwahrscheinlich. Wenn man bei Sims 4 seinen Lebensstil vom Sims eingeben müsste, wäre das meins. Für schlechten Witz eingesperrt. So, jetzt kommt Charlotte Ghost. Nein? Nein. Ah. Ein blauer Wels. Wenn Charlotte Ghost auftaucht, dann ist dein Fluch auch gebrochen.
Oh, das wird nie passieren. Siehst du? Ah, der Fisch grenzt mich an. Geh weg. Wenn Shroudgoss auftaucht, wahrscheinlich dann genau in dem Moment, wo wir vom Kraken angegriffen werden, zwei Sketche waren, die uns versenken wollen und keine Holzplanken mehr übrig haben. Natürlich. Das wird sicherlich dabei sein. Und keine Kanonenkugeln. Das kann sein. Und dann sehen wir einfach nur als letztes, wenn unser Schiff sinkt, wie Shroudgoss einfach in den Nebel abdriftet und wir nie wiedersehen werden. Mit dem riesen Schild hinten am Rücken. Motherfucker. Ja. Und einfach den roten Schriftzug. You died. Oder sehe ich dann aber... Big Smoke is watching you. Ah, das ist ein... Das ist ein Punchieber, ein grüner. Ab hier müssten wir eigentlich Regenwürmer benutzen, glaube ich. Für die... Wildfänge. Luft vorne einziehen. Ei, ei. Komm hier, du hässliches, grünes Scheißvieh. Schaluppe Richtung Nord-Nordwest. Hinten auf halb. Die Schaluppe hat ein Bündnis Vorschlangenfleckchen oben. Ist eine. Es ist absolut zuvorkommend. Hm. Ich mache mich trotzdem kampffertig. Vor allem, wenn wir nichts Wichtiges an Bord haben. Wir haben einen Haufen Pulverfässer an Bord, die wir... Das stimmt. ...gekriegt haben. Wir sollen jetzt nah genug fahren. Ja, es kommt gleich. Ich ziehe das Segel jetzt ein. Gasige Pulver. Ach, so ein Legendenschiff. Soll es die Vorschlagenflagge wieder hitzen? Ja, natürlich. Ja. Lage der Liebe. Hallo, wer? Man hört dich nicht. Wie, man hört mich nicht? Ich hab es gehört. Ja, ich habe ihn nicht doppelt gehört. Hm. Gut. Na, freu ich, dass wir jetzt ein weiteres Schiffchen haben, das für uns arbeitet. Mit uns arbeitet noch. Ja, gut. Vielleicht angeln die halt die ganze Zeit und die machen uns glücklich und bewerfen uns dann durchgehend mit knochenweißen Wildfängen. Hier gibt es drei Kisten. Wir sind gerade hier am Südteil der Bucht. Das heißt, eine Kiste ist direkt neben dem Schiff, eine ist am Nordstrand und eine ist da oben. Alles klar, dann gehe ich die am Nordstrand holen. Wo sind wir? Welche Karte? Kraken's Fall. Kraken's Fall. Hui! Oh nein! Dann geh es zu. Die direkt neben dem Schiff ist. Das ist der südlicher Teil der Bucht. Oh, Granatäpfel. Und eine Mango. Südlicher Teil der. Ich habe jetzt tatsächlich übrigens auch wieder bei OBS ein paar Sachen umgestellt, damit das Tastaturklacker nicht mal so krass zu hören ist. Und nicht mehr so häufig. Keine Ahnung, ob das funktionieren wird. Vielleicht werde ich auch einfach alle 3 Sekunden abgehackt. Ich glaube schon, dass das hat kann immer noch. Ja, das ist, du bist nicht OBS-Loof. Ah, okay. Du bist nicht OBS. Ja. Hallo, Buddel. Hier. Und ist das geil, ein Regenwurm. GG. Von der falschen Karte. Oh, Marben. Oh. Es kommt das erst, dass man mit der Schaufel das Explosionsfass nicht explodieren lässt. Das stelle ich mir so mies vor. Erst einmal die Schaufel in den Boden stecken, explodiert. Glückwunsch, dass du Böller rausgefunden. Ja, danke, Spiel, das habe ich auch bekommen. Glückwunsch, dass eine Landmine ausgegraben aus dem Ersten Weltkrieg.
Einfach so eine Senfgasgranate. Piggy holt. Ich habe auch ein Ruderboot gefunden übrigens. Das bringe ich gleich mal mit zurück. Achso, Eisen. Ja. Das habe ich dir ja noch gar nicht erzählt. Ich bin ganz ohr. Der Neisen, also der ist jetzt aktuell Moderator auf Probe. Oh. Mhm. Eine Stelle der Verdammnis. Die zweite Stelle, ja. Für den Fall, dass Dinge geschehen, die nicht geschehen sollen. Ja, genau. Okay. Dann bringe ich mal das Ruderboot zurück zum Chef. Oh, wir haben jetzt ein Ruderboot? Ja, frisch gefunden. Super. Bitte machst du es kaputt auf dem Hotweg. Das passiert mir nie. Nein! Was für eine Tragödie. Außer es ist ein Ruderboot, das irgendwie mitten in einer Festung sitzt und unbefreibar ist. Ach, das war doch von Easy Eisen. Schiffswrack gesichtet. Das. Ja. Ich gehe mal die Insel noch abklappern. Jo. Vielleicht liegen ja irgendwelche Meerjungfrau-Kristalle irgendwo rum. Wir brauchen ja die ganzen Juwelen immer noch. Oh, ich habe eine Demokratiekugel gefunden. Ah, Pazifismus? Ja, Mann. Man hört das Geklapper von Luvs Teller. Was gibt's eigentlich überhaupt gerade, Luv? Immer noch Kekse. Ach so, immer noch die Kekse nur. Ich dachte, du hast inzwischen schon wieder ein weiteres Vier-Gänge-Menü aufgestellt. Ich habe eine Schale Erdnuss daneben. Okay, eine ganze Tüte, aber das ist auch noch so versteckt. Eine ganze Schale voller Tüten? Das wäre nicht mal so abwegig. Oder eine ganze Tüte voller Schalen. Ich habe eine Packung pikante Erdnüsse, die nicht bekannt sind, und eine Packung Erdnüsse, die gesalzen sind. Boah, ich muss mal gucken, dass ich wieder Pistazien finde. Oh ja. Die sind so geil. Die kosten aber irgendwie mehr als Gold. Keine Ahnung warum. Da läuft einem ja schon fast der Schweiß die Arschbacken runter. Die kostet so 4 Euro, glaube ich, pro 100 Gramm. Ich sag ja, mehr als Gold. Luft, wenn du willst, kannst du auch mal die Insel ein bisschen noch durchstöbern und den Strand abklappern. Wenn Bärmo das selber gleiche tut, dann kann ich so lange angeln. Und dann sind wir alle... Oh, mein Hund bellt. Ich muss kurz runter. Diese Ausreden, die auch noch stimmen, weißt du? Ja. Vor allem, wenn man im Hintergrund noch hört. Was? Ja. Du kannst nicht mal sagen, ja genau, natürlich. Nein, man hört ihn auch noch. Er bestätigt es auch noch. Freut sich wahrscheinlich dabei irgendwas. Dieser Hund freut sich immer über irgendwelche Dinge. Hui. Zack, Beine gebrochen. Das Angelspiel. Also, brutzel zu Ende, Schlange. Ich habe gerade voll Bock zu angeln. Nein, hast du nicht. Ja, aber doch, spiel ich. Nein, hast du nicht. Die ist fertig. Ihr Mistvieh. Ich habe eine Ananas gefunden. Oh. Heute bewürfelt das Spiel mit Ananas. Ich nur Ananas trocken. Und genau zu diesem Zeitpunkt fängt dann dieses Angel-Banjo an zu spielen, um zu sagen, really, nigga. Komm schon, Wildfänger. Wow, Bruder. Komm schon, beißt, verschießt. Lauf! Und gib mir dein Pulverfass. Alter. Kann man sich mal kurz leihen. Das ist immer noch ein Punchschieber. Ich will einen Wildfang oder einen Umbra brauen. Nö. Ach du Wichser. Das glühende Eisen, das macht mich irgendwie ganz... Das zieht mich hypnotisch an. Nein, Spiel. Das ist ein roter Punchschieber-Spiel. Vergiss das. Nein, ich möchte keine Ananas fressen.
Weißt du, da habe ich jetzt voll gedacht, so, boah, geil, da kannst du Pulverpaul das Pulverfass noch wegsnacken. Nein, der Pisser sprengt sich. Oh, das ist Fuschi, wie ich haben möchte. Komm her. Oh, das ist leer, das ist leer, das ist leer. Ich glaube, ihr wart hier schon. Keine Ahnung. Ich habe nirgendwo geplündert auf der Insel. Außer in der Nähe vom Ruderboot am Strand. Du läufst doch quasi an den Fässern vorbei und plünderst die. Ja, aber meine Taschen sind nur begrenzt füllbar. Das glaubst du aber selber nicht. Weil meine Taschen sind unendlich. Wo kommt diese 90 Ananas her? Hoppla. Habe ich bei mir in der Hosentasche gefunden. Oh, warte mal. Direkt unter dem Bernsteinzimmer. Musik. Hat es selbst im Badezimmer eingesperrt. Wie? Ich weiß es nicht, die Tür war zu. Der Hund ist zu intelligent für sein eigenes Wohlluft. Ich glaube, das hat nichts mit Intelligenz zu tun. Weil der Link hat aber zumindest noch ein Tier aufgesetzt. Wenig überraschend. Absolut nicht. Christi ist Wassergürtel jetzt. Dass man glaubt, was passiert. Du musst dir einfach den Wasserkocher neben. Wir haben keinen Wasserkocher. Wir haben einen Topf, der langsam auf einer Herdplatte erhitzt werden muss. Deswegen dauert das bis um die 10 Minuten. Hättest du einen Wasserkocher, hättest du den definitiv auf meinem Schreibtisch platziert. Ich weiß nicht, ob das eine gute Idee wäre. Auf einem separaten Schreibtisch neben dem Schreibtisch platziert. Ich weiß nicht, ob das eine gute Idee wäre. Was denn, das dauert? Du bringst dich mit Weintrauben fast selber um. Ich will nicht wissen, was passiert, wenn du einen Wasserkocher neben dir stehen hast. Wie war das? Ich habe eine Wasserschlacht gegen den Nachbarsjungen gewonnen. Ich liebe meinen Wasserkocher. Oder wie hat's gedacht? Man schlägt mich in meinen Wasserkocher. Okay. Ah, ich hau dann gleich auch schon mal die Fische aus Gegrill. Wunderherrlich. Ich sorg für Nachschub. Es kommt noch ein fettes Schweinekotelett. Komm, Piggy. Dein Cousin muss da. Und hier ist noch sein Kind. Oh. Ah, er guckt mich an. Gut. Dann haben wir alles von dieser Insel, dann können wir direkt zum nächsten Schiffswrack da hinten weiter reisen, was ich gesehen hatte. Reisen? Ja. Das laute Tom. Was tust du da? There is someone fisher behind you. Grill sie now. Oh, grill sie now. So, irgendwo vor uns müsste es ein Schiffswrack sein. Oder irgendwelche Möwen. In der Theorie. Zumindest hatte ich es vorhin gesehen, als ich auf der Insel unterwegs war. Und das Spiel sagt. Nein. Doch. Südosten. Das ist die falsche Richtung. Also weiter nach Nordwesten. So, ich brauche erst die ganzen kleinen Fische, die gehen nämlich schneller. Mhm. Was da hinten ist? Galleons Grave. Dann müssen wir. Dann ist das da hinten Crooked Mass. Dann müsst da sehen wir dann Shipwreck Bay. Denn das ist Isle of Last Words. Alles möglich. Regenwürmer sind übrigens dieses Gebiet, Luft. Ah, okay, ich ignoriere, was du sagst. Ja, Regenwürmer sind dieses Gebiet, weil das Wasser grün ist oder was? Genau.
Es werden Mist. Nein! Nein! Es werden Mist aufs Meer schauen und angeln, davon bin ich wirklich schlecht. Nice. Ich dachte, wir hätten sie verlassen. Aber gut. Okay. Wäre sehr tragisch gewesen. Ja. So, bei Zeit eine kleine Anpassung Richtung Steuerbord, damit wir nicht auf die Insel vor uns drauf düsen. Backbord geht jetzt momentan auch. Insel vor uns? Was für eine Insel? Ah, die Insel vor uns. Genau, es wäre unangenehm. Es sei denn, wir sehen da gleich 40 rote Statuen. Dann können wir von mir aus gerne drauf prügeln. Ich bin auf Fische kochen, Lu. Jetzt wollte ich hier auf Steinpapier machen. Verdammt. Ich bin am Angeln. Klatsch, noch ein Stück, noch ein Stück. Ah, das ist, was ich sehen möchte. Komm her. Sobald wir an der Insel vorbei sind, dann ein Stückchen wieder nach Steuerbord, um auf die großen Felsformationen ganz weit in der Entfernung zu fahren, nicht auf die, die wir gerade sehen. Warte, jetzt sind wir auf Kurs. Ich muss Nice morgen erst beim Stream erzählen, dass man sein Geschriebenes in der Aufnahme sieht. Immer diese Problematik mit der Bildschirmaufnahme, nicht wahr? Ja. Aber warte mal. Aber spielst du nicht im Vollbild? Ich spiele im Vollbild. Ah. Ach, aber du hast solche Desktop-Benachrichtigungen an. Ja, genau. Ach so, die existieren bei mir nicht. Die kann ich ja ausmachen. Wenn ich die ausmache, bekomme ich niemals mit, wenn es mir jemand was ein bisschen... Oh, wo haben die verkauft? Komm, hat bei den Fischer verkauft. Verkauft beim Fischer. Andererseits, die sind ja nicht beim Fischer, die sind beim Außenposten. Sonst hätten die Kiste nicht verkaufen können. Aber da kriegen wir immer noch kostenloses Geld. Ja. Maggie! Was sagt ihr zu einer Ermordung unseres werten Maggie-Freundes? Wer ist es vor allen Dingen? Niemand Interessantes. Ach, es ist Shadowmoor. Der coolste Maggie. Das war Freundschaft, das ist jetzt cool. Du bist scheiße, verpiss dich! Maggie ist gut, ich angle gerade. Erstmal Maggie geangelt. Oh no! Da seht ihr, wie ich vom Schiff runtergerissen werden. Das ist sehr schwer anzubraten. Er hat Maggie einfach auf die Pfanne geklopft. Du meinst 50.000 Pfannen? Nein, auf die. Auf die eine Pfanne, die wir haben. Den ganzen der Maggie. Die eine Stelle warm. Ja. Muss ein paar Mal umgedreht werden von mir aus, aber die Hälfte aller Trophäenfische passt nicht mehr in die Pfanne rein. Ja. Ich habe noch keinen Trophäenfisch gesehen, der da reingepasst hat. Plentyflosser passen rein. Aber fast genau passen die rein, glaube ich. Ja. Aber auch nur ganz knapp, ne? Ganz knapp. Kurz vor Athene 9, ne? Oh, hervorragend. So, abermals 3 neue Wildfänger. Gut, dass sich die Mutter gerade gerührt. Na komm. Ach, wir sind ja nur mit dem vorderen und hinteren Segel gesegelt. Mit ultimativer Cruise-Geschwindigkeit. Oh. Schön gemütlich. Ja. Wir wollten die Episoden ja nicht länger strecken.
Genau. Mehr Zeit dafür kriegen, unsere ganzen Lager mit Fischen voll zu stopfen. Gut. Wir legen gerade momentan an der Südseite. Ich würde sagen, Ostseite ist gut genug. Ja, ich gehe zumindest... okay. An der kleinen Insel ruhen. Ja, wir halten einfach direkt bei dem Schiffswrack da. Und dann wird das alles gut sein. Dann werden wir nämlich nicht von dieser lästigen Kanone auf der Insel beschossen. Was? Hinten auf halb? Oh, Fässer. See you later. Jo. So, Luf, möchtest du das andere übernehmen oder möchtest du das um die Inselstreifen übernehmen und Hey, ich habe hier ein gratis Pulverfass gefunden. Oh, das ist nett. Nice. Ich streife ein bisschen durch die. Da steckt einer mit dem Kopf in Sand. Alles klar. Ich weiß, wie man es finde. Dann drehe ich uns mal so, dass wir türmen können, wenn wir müssen. So, nehmen uns den Glücksbockbock mit. Oh, hatten wir einen Käfig dafür irgendwie übrig? Da lag ein Käfig hier ans Strand. Weil das mal kein göttliches Zeichen ist. Und dann lang waren hier noch ein paar goldene Hühner da, war ein goldenes Huhn. So, was schätzt ihr eigentlich, wird die letzte Insel von dieser Quest sein? Ich sage Sunken Grove. Lonely Isle. Lonely Isle ist nicht in den Wilds. Oh. Mir interessiert. Und Faithful. Und Faithful ist ja schon drin. Ja. Alternativ wäre natürlich Marauders Ark, aber ich gehe von Sunken Grove aus. Ich will herausfinden, wie viel ich beschwören kann. Das hört sich nicht gut an. Was hört sich nicht gut an? Noch schnell, nur ein paar Skelette. Irgendwoher müssen so ganzen Wildfänger ja kommen. Hat man das Pulver fast schon an Bord geholt? Was heißt, dass das Geschenkte meinst du? Ja. Ja, okay. Holy fuck, hab ich mich erschrocken. Ich hab eine Obstkiste gefunden. Ja. Oh. Da war so ein NPC und ich bin voll erschrocken. Wolltest du direkt wieder den armen Händler ermorden? Absolut. Oh. Ich habe einen Spaßfisch gefunden. Ein rot leuchtender Fisch. Ein fetter Fisch sogar. Ja, ein rot leuchtender Trophäenwildfang. So, eine Kiste haben wir auf der Insel noch. Ich habe eine Familie gefunden. Wir haben noch die eine Kiste in der Bucht. Ah, ich will mal eben das Zeug einlagern, dass ich wieder los kann. Jo. Ich räume die Insel erstmal von seinem bisschen Brüsten leer. Ach, ich meine, mit deiner Obstkiste kannst du dir also viel mitnehmen, wie du. Naja, wie in die Kiste passen. Tragen kann. Ja. Damit definierst du so viel, wie du tragen kannst, auf eine ganz neue Ebene.
einen Platz für 6 Brüste. Ah, noch mehr Gewürze. Was ist das? Kokosnuss. 1, 2. Au, hast du auf damit? Das ist ein sehr, sehr hartnäckiger Fisch. Korallenroter Trophäenwildfang.